Wer ist geschäftsunfähig? Hier gibt es zwei Gruppen von Menschen. Geschäftsunfähig sind Kinder unter 7 Jahre. Wenn das Kind 7 Jahre alt geworden ist, juristische Formulierung, es hat das 7. Lebensjahr vollendet, dann ist das Kind 7 Jahre alt geworden. Dann ist es beschränkt geschäftsfähig, solange es unter 7 Jahre ist. Also Kinder bis 6 Jahre, um es ganz klar zu machen. Ja, weil viele kommen mit dieser Formulierung, das 7. Lebensjahr vollendet, überhaupt nicht zurecht. Kinder bis 6 Jahre sind geschäftsunfähig. Und das Kind ist auch noch geschäftsunfähig, wenn es 6 Jahre und 1 Tag alt ist. Und wenn es 6 Jahre und 1 Monat alt ist. Und wenn es 6 Jahre und 11 Monate alt ist. Und wenn es 6 Jahre, 11 Monate und 30 Tage alt ist oder 31 Tage. Und dann wird es 7 und dann ist es beschränkt geschäftsfähig. So, die andere Gruppe von Menschen, die geschäftsunfähig sind, sind Menschen, die dauerhaft geisteskrank sind. Menschen, die dauerhaft geisteskrank sind. Das sind die beiden Gruppen von Menschen, die geschäftsunfähig sind. Und jetzt müsste man eigentlich noch eine Frage anschließen. Vielleicht macht der Prüfer das in der mündlichen Prüfung auch. Was ist denn, wenn diese Gruppen von Menschen Willenserklärungen abgeben? Dann hat das zur Folge, dass diese WE, diese Willenserklärungen, nichtig sind. Nichtig bedeutet, sie werden behandelt, als seien sie gar nicht da. Das bedeutet nichtig.